hier ist ein Magnet. Ein Magnet ist ein Körper, der gewisse Metalle anzieht, andere jedoch nicht. So kann man durch ein Magnet zum Beispiel diese Nägel sortieren. Einige werden angezogen, die anderen nicht. Hier eine andere Form von Magnet. Auch mit diesem Magnet kann man hier diese Schräubchen sortieren, denn einige werden angezogen, die anderen jedoch nicht. Da sind noch zwei, die angezogen werden. Ein Magnet ist ein Körper, der andere Körper aus Eisen, Nickel oder Kobalt anzieht. Hier übliche Formen eines Magneten. Jeder Magnet hat zwei Pole, einen Nordpol und einen Südpol. Ungleiche Magnetpole ziehen sich an und gleichnamige Magnetpole stoßen sich ab. Dieser Nord- und dieser Südpol ziehen sich an, Nordpol und Nordpol stoßen sich ab, Südpol und Südpol stoßen sich ab. Versucht man, die Pole eines Magneten zu trennen, so schafft man das nicht, sondern so entstehen zwei neue Magnete mit jeweils einem Südpol und einem Nordpol. Der Physiker erklärt dies durch die gleiche Ausrichtung vieler winziger Magnete im Innern von einem Dauermagneten. Das heißt, dieser Körper ist unmagnetisch, dieser jedoch ist magnetisch. Die Umgebung im Raum, in der ein Magnet auf einen Körper aus Eisen, Nickel oder Kobalt einwirken kann, heißt Magnetfeld.
Bei solch einem Stabmagneten sehen die Magnetfeldlinien so aus und außerhalb des Magneten treten diese Feldlinien immer aus dem Norden aus und in den Süden ein. Sie sind also von Norden nach Süden orientiert. Bei solch einem Magneten sehen die Magnetfeldlinien so aus und sind ebenfalls außerhalb des Magneten von Norden nach Süden orientiert. Auch hier von Norden nach Süden orientiert. Dasselbe bei solch einem Magneten, so ist die Form der Feldlinien, sie sind außerhalb des Magneten von Norden nach Süden orientiert. Die Stärke groß B eines Magnetfeldes Vektor groß B wird in Tesla ausgedrückt. Die Einheit der Magnetfeldstärke ist also groß T, T für Tesla, zu Ehren des serbischen Wissenschaftlers Nikola Tesla. An jedem Punkt des Magnetfeldes eines Magneten ist der Vektor B, Vektor Magnetfeld, tangent zur Feldlinie, zu der dieser Punkt gehört. Die Erde ist ein riesiger Magnet, dessen Südpol sich in der Nähe des geografischen Nordpols befindet, da der Nordpol einer magnetischen Kompassnadel immer zum geografischen Norden zeigt und gleichzeitig vom magnetischen Südpol von diesem Riesenmagneten angezogen wird. Die Magnetfeldlinien von diesem Erdmagneten haben diese Form und die Magnetfeldstärke an der Oberfläche der Erde beträgt 5 mal 10 hoch minus 5 Tesla.